Ich freue mich, dass wir Professor Bernhard Heinzelmeier begrüßen können. Wir beide kennen uns schon länger. Wir haben uns kennengelernt bei einer TIDE-Sendung. Und da ging es darum, dass da so ein fortschrittlicher ehemaliger Spiegelredakteur plötzlich entdeckt hat, dass die Menschenrechte durch die katholische Kirche errungen wurden. Ich hatte mich ganz schüchtern zu Wort gemeldet und habe gesagt, das glaube ich nicht, dass das so stimmt. Dann fing er wieder an und da habe ich dann also eine Unterstützung bekommen von dem Bernhard Heinzelmeier und er sagte, wir wollen die Sache doch nicht auf den Kopf drehen, so wie die das gerade versuchen. Und da waren wir uns natürlich sofort sehr sympathisch, dass wir da auf einer Linie waren. Und dann habe ich ihn also angesprochen, dann habe ich ihm unser Jugendweihebuch gegeben und habe gesagt, da müssen wir nochmal drüber reden. Und dann ist er zur Jugendweihe Hamburg gekommen und hat da über Jugend, er ist ja Jugendforscher, hat ein Institut in Hamburg und auch in Wien, hat er dann berichtet über seine Ergebnisse das war hochinteressant für uns. Und dann haben wir gesagt, er hat das in Hamburg erzählt, er kann das auch in Berlin nochmal erzählen. Und dann hat er auch für den Bundesverband erzählt. Und wie gesagt, aller guten Dinge sind drei. Er kann das ja, alle guten Dinge sind drei, dann kann er das auch auf dem Humanistentag erzählen. Also herzlich willkommen und Vortrag, wie die deutsche Jugend tickt. Ja, also zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung hier nach Hamburg. Mein Weg ist ja nicht weit, ich lebe seit 20 Jahren in Hamburg, insofern ist es bei mir nur um die Ecke, bin aber trotzdem heute aus Wien mit dem Flugzeug gekommen, weil ich so ein der Wanderer zwischen den Welten bin, weil wir in Wien und in Hamburg ein Institut haben und ich fliege eben zwischen diesen beiden Städten hin und her. Und das mag ich sehr gern, weil ich ohnehin nicht lange gerne an einem Ort bin und dann hat man immer eine gewisse Abwechslung und nachdem die Städte doch sehr unterschiedlich sind, ist es für mich sehr angenehm. Gut, das vielleicht so ein paar persönliche Worte zur Einleitung. Jetzt zum Thema, wie die deutsche Jugend tickt. Ich habe mich bemüht, vollständig auf Datenmaterial zu verzichten. Also ich werde Ihnen jetzt da keine Grafiken an die Wand werfen und irgendwelche Ergebnisse der empirischen Sozialforschung, sondern ich habe versucht, einfach Ableitungen aus diesen Forschungen zu entwickeln und werden einfach diese Ableitungen zeigen. Der empirische Hintergrund ist ja ohnehin klar, wir haben ja eine Überfülle an empirischem Material. Wir Sozialwissenschaftler produzieren ja Daten und Daten, alles 5-10-fach. Und wenn man das vielleicht ein wenig besser koordinieren würde, würden wir uns sehr viel Geld sparen, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, ich versuche in das Thema einzusteigen mit einer kleinen Zeitdiagnose. Ich habe mir den Angelus Novus von Walter Benjamin habe ich mal das als erstes hier genommen und im Angelus Novus von Walter Benjamin entwickelt Walter Benjamin eine folgende Erzählung. Und zwar, er spricht vom Engel der Geschichte. Und dieser Engel der Geschichte hat sein Antlitz der Vergangenheit zugewandt. Also er blickt in die Vergangenheit und er blickt auf eine Kette, auf eine Abfolge von Katastrophen. Man darf nicht vergessen, dieser Text wurde in den 20er Jahren geschrieben und kurz nach den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges, einen Vernichtungskrieg, den man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte. Zum Beispiel waren in Wien die Straßen voll mit Kriegsopfern, die unversorgt an den Straßenecken gestanden sind. Man Sigmund Freud hat sich lange mit den psychischen Effekten des Ersten Weltkrieges auf die Soldaten auseinandergesetzt. Da sind Menschen zitternd an den Straßenecken gestanden. Das heißt also, das Bewusstsein in dieser Zeit war ein katastrophisches Bewusstsein im Hinblick auf die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist als Katastrophe erschienen. Und dieser Engel blickt in die Vergangenheit, hat die Flügel ausgebreitet und Benjamin schreibt weiter, ein Sturm weht vom Paradies her und der verfängt sich in seinen Flügeln.
Und dieser Engel wird von diesem Sturm angetrieben und er treibt unaufhaltsam in die Zukunft. Und dieser Zukunft hat er den Rücken zugekehrt, während er auf die Trümmer, während er vor sich diese auf die Trümmerhaufen blickt. Und das, was uns Benjamin hier sagen will, ist, dass der Blick auf die Vergangenheit ein katastrophischer Blick war und die Zukunft wurde idealisiert. Und das ist recht einfach gelungen, wenn man auf die Zukunft nicht geblickt hat. Also das heißt, es war ein utopisch-visionäres Bewusstsein da. Die Zukunft wird uns die großen Verbesserungen bringen. In der Zukunft wird alles anders und wir werden die Katastrophen der Vergangenheit hinter uns lassen. Und die Zukunft war immer im Rücken, das heißt, man hat von der nichts gesehen und und so kam es dazu, dass große Erzählungen entwickelt werden, Vorstellungsbilder davon, wie die Zukunft einmal sein wird. Immer ein ideales Land. Die Zukunft ist immer ein ideales Land. Also Beispiel, große Erzählung des Sozialismus. Wenn der Sozialismus eingeführt wird, über mehrere Phasen erkämpft wird, dann irgendwann wird eine ideale Gesellschaft entstehen. Also es ging immer um diese ideale Gesellschaft und diese große Erzählung, in der, die das garantiert. Ja. Also das war so das Bewusstsein dieser Zeit. Ja. Wenn man jetzt bei Zygmunt Bauman nachliest, das ist wirklich einer der größten Soziologen unserer Zeit, vor zwei Jahren verstorben. Sein letztes Buch, das er herausgebracht hat, hat den Titel Retrotopia. Und der Zygmunt Bauman hat sich folgenden kleinen Spaß erlaubt. Er hat diesen Engel der Geschichte einen U-Turn machen lassen. Und der Engel der Geschichte blickt nun in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Und es bläst wieder ein starker Wind in seine Flügel und er wird jetzt, aber der Wind kommt aus der anderen Richtung und dieser Engel wird der Vergangenheit zugetrieben und nicht der Zukunft. Und der Blick des Engels ist eben auf eine Zukunft gerichtet, die eine katastrophische Zukunft ist. Also die Zukunft, die Zukunftserwartung des Engels ist, es wird fürchterlich werden. Und er hat der Vergangenheit den Rücken zugewandt und er idealisiert die Vergangenheit. Und die Rede ist immer die, dass man die Hoffnung hat, auf ein paradiesisch erscheinendes Gestern zuzutreiben. Also das heißt, es hat sich das Zukunftsbild völlig verändert und die Perspektive hat sich völlig verändert, während in den 20er, 30er Jahren noch immer von den großen Utopien die Rede war. Und man optimistisch in die Zukunft geblickt hat, blickt man heute pessimistisch in die Zukunft und die Utopie ist retro geworden, das heißt, sie ist retrotopisch. Das heißt, das Ideal ist nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, man will wieder zurück. Also dass idealisiert wird die traditionelle Familie, die traditionelle Gemeinschaft, ja, also diese ganzen großen, auch sehr stark ideologisch aufgeladenen Begriffe, die werden heute idealisiert und man möchte nicht nach vorne, sondern man möchte zurück. Also das heißt, der Weg zurück, das ist das, was idealisiert wird. Wir haben vieles verloren und das müssen wir wieder rekonstruieren. Wenn wir wissen wollen, wie es weitergeht, dann schauen wir nach hinten. Dann entwickeln wir keine Utopien, die nach vorne blicken, sondern blicken wir nach hinten und gehen wir wieder zurück. Ja? Also das ist die Analyse, die Zygmunt Bauman trifft, die für mich sehr treffend ist. Und wenn ich jetzt aus Österreich berichten darf, wir sehen in Österreich Daten bei den unter 30-Jährigen, wo die jungen Leute sagen, sie sind optimistisch, was ihre eigene persönliche Zukunft anbelangt, aber pessimistisch, was die Zukunft der Gesellschaft anbelangt. Also die Rede ist, die Gesellschaft wird untergehen, aber ich werde es in dem Chaos irgendwie schaffen. Also komplett individualisiert. Und 75% der unter 30-Jährigen in Österreich sehen es als ihre Hauptaufgabe im Leben an, Halt zu finden. Also einfach Halt zu finden. Einfach eine stabile, tragfähige Biografie zu finden. Einfach eine Biografie, die man kontrollieren kann.
Also es geht um eine kontrollierte Biografie, eine Biografie, die nicht durch den spontanen Einbruch des Zufalls erschüttert werden kann und auf den Kopf gestellt werden kann. Also das ist das Ideal. Und man hat Probleme mit dem, wo die Gesellschaft hingeht. Also man hat Probleme mit der Digitalisierung, man hat Probleme mit der Globalisierung. Es sind sehr viele Ängste damit verbunden. Man hat Probleme mit Migration und Wanderungsbewegungen. Ja. Also das alles wird alles unter dem Aspekt des Problems gesehen. Und früher war das nicht, deswegen war's früher besser. In Deutschland ist die Situation etwas anders, das kann ich Ihnen dann da habe ich dann doch Daten, die kann ich Ihnen dann zeigen. Was ist jetzt irgendwie der Grund dafür, dass die Menschen dermaßen pessimistisch sind, dass junge Menschen pessimistisch sind, dass viele das Ideal in der Vergangenheit sehen und nicht in der Zukunft, dass diese Generation so retro ist? Ich habe Ihnen hier einen Text mitgebracht aus dem Argument, das ist eine, muss ich gestehen, ein linkes deutsches Diskursorgan, aber ich traue mich durchaus auch so etwas zu verwenden. Und da wird versucht, das ein wenig analytisch zu betrachten, was ist der Hintergrund für dieses Katastrophenbewusstsein. Und Hier wird darauf Bezug genommen, dass die jungen Menschen heute in einem System der permanenten Bewährung leben, in beständiger Unsicherheit und die ständige Erfahrung der Austauschbarkeit machen. Und diese Erfahrung der Austauschbarkeit ist zugleich wichtigster Stimulus der Leistungsverausgabung. Das heißt, System permanenter Bewährung bedeutet, wenn man heute, sage ich mal, Beispiel ein Studium beginnen will, ja, dann muss man für jedes zweite Fach eine Aufnahmeprüfung machen. Also zu meiner Zeit, ich bin noch auf die Universität gegangen und habe gesagt, ich möchte was völlig Unnützes, ich möchte Philosophie studieren, nicht? Also da ist man hingegangen und hat gesagt, ich bin jetzt Philosophiestudent, zack, war erledigt. Ja? Oder ich möchte Psychologie studieren. Ne? Das ist heute nicht so, weil heute muss man einen Aufnahmetest machen. Nicht? Und dann, wenn man den besteht, dann kommt man mal in den Bachelor-Lehrgang. Und wenn man dann den Bachelor-Lehrgang abgeschlossen hat, dann kann man in einen Master-Lehrgang gehen und da bewerben sich 660 werden genommen. Ja? Und wenn man reich ist, kann man dann auf eine Privatuniversität gehen und sich dort den akademischen Titel kaufen. Wenn man nicht reich ist, dann hat man keinen akademischen Titel. Ja? Also das heißt, das ist einfach nur so ein Schlaglicht aus der Neoliberalisierung des Bildungsbetriebes. Das heißt, ständige Bewährung. Ständige Bewährung bedeutet auch, alles wird evaluiert. Der Mensch wird evaluiert, Strukturen, Institutionen, alles wird evaluiert. Es gibt kaum noch, wie der Karl Marx das genannt hat, eine Pore des Arbeitsprozesses. Der Marx hat geschrieben, jede Pore des Arbeitsprozesses wird geschlossen, durch dem das auch ein Kontrollblick auf dem ruht. Nicht? Also es gibt keine Pore mehr, die unkontrolliert wären, wo man noch einen Freiraum hätte. Alle Freiräume gehen zu. Das ist das System der permanenten Bewährung und die kaum versteckte Botschaft ist, nur wer die Ziele erreicht hat, verdient weiterhin zur Organisation zu gehören. Und in zugespitzter Form lässt sich dieser neue Herrschafts- und Kontrollmodus bei plattformbasierter Arbeit, bei Cloudworking oder Crowdsourcing beobachten. Das heißt, Crowdworking ist das, dass irgendein Job von einem internationalen Unternehmen ausgeschrieben wird, zum Beispiel ein Logo. Wir brauchen ein neues Logo, dann schicken 1000 Bewerber, schicken dann einen Vorschlag ein, einer wird genommen, der bekommt Kohle dafür und alle anderen gehen leer aus. Also das ist das, kurz zusammengefasst, das Prinzip des Cloudworkings. Das heißt, man arbeitet eigentlich for free, wenn man nicht gewinnt. Also es ist immer der Winner takes it all. Das ist mitunter ein Grund für diese Zukunftsverdüsterung, wenn man sich natürlich in diese Kontexte hineindenkt und wenn man sich in so einen Kontext hineindenkt als junger Mensch, kommt man nicht automatisch auf die Idee, dass man am Ende der Gewinner sein wird. In der Regel kommt der durchschnittliche Mensch auf die Idee, dass man zu den 999 Verlierern gehören wird. Und das verdüstert das Bewusstsein.
So, das ist vielleicht ein erster gesellschaftsanalytischer Versuch, nicht? Also den kann man jetzt teilen oder nicht, das ist ein Versuch. Welches Generationenbild entwickelt sich vor dem Hintergrund einer solchen Gesellschaft? Es entwickelt sich das Generationenbild einer durch und durch individualisierten Gesellschaft. Also das heißt, Individualismus bedeutet in der übersteigerten Form, dass der Mensch in erster Linie auf sich selbst verwiesen ist, nicht mehr in Gemeinschafts- oder Gesellschaftszusammenhängen denkt und sich in erster Linie als Einzelkämpfer sieht. Einzelkämpfer bedeutet eben das Prinzip des Crowdsourcings. Nicht des Crowdsourcings, Unsinn, das ist das Prinzip des Crowdworkings, dass wir das jetzt nicht durcheinander bringen. Das heißt, du bist ein Einzelkämpfer, alle anderen sind deine Gegner. Du bewirbst dich um einen Platz im Medizinstudium an der Universität Wien und sitzt mit deinen Gegnern in einem riesen Konferenzsaal und man weiß, es werden von denen, schlag mich tot, 15% genommen. Und du musst sehen, dass du vor den anderen durchs Ziel gehst. Das heißt, man denkt nur mehr in Kategorien des Individualismus und das Individuum wird zum zentralen Punkt für sich selbst und für die Gesellschaft. Das bedeutet, dass auch Kollektive immer von der Position des Individuums her gedacht werden. Das heißt, wenn sich ein Individuum, also ein einzelner Mensch, einer Gruppe anschließt, dann deswegen, weil er mit dieser Gruppe besser sein eigenes Ziel, sein persönliches, individuelles Ziel erreichen kann. Er schließt sich nicht der Gruppe an, weil man ein gemeinsames Ziel hat, sondern es geht in Wirklichkeit darum, dass man innerhalb dieser Gruppe die persönlichen Interessen besser verfolgen kann. Also das heißt, das Erste wäre mal der Hinweis auf diese stark individualisierende, auf diese stark individualisierenden Effekte dieses systemischen Wandels. Das Zweite, was dann Heidmeier sehr schön beschrieben hat, ist dieses Prinzip der Ego-Taktik. Also das heißt, der digitale Mensch, der ein egotaktischer Mensch ist. Egotaktisch bedeutet, er taktiert im eigenen Interesse. Taktieren im eigenen Interesse heißt, auf der Freizeitebene Suche nach Erlebnissen und Abenteuern und das auf der beruflichen Ebene und auf der Ausbildungsebene quasi eine gute Position im Kampf aller gegen alle um die besten Jobs und das höchste Einkommen. Und der Mensch denkt immer in Wettbewerbs- und Konkurrenzkategorien. Das heißt, in der Freizeit, man will immer der Schönere sein, der Schönste oder die Schönste sein und im Beruflichen, man will der Erfolgreichste sein. Und was wichtig ist, man will bemerkt und gesehen werden. Das heißt, Anerkennung und Selbstbewusstsein entsteht durch die beste Selbstpräsentation. Also das heißt, es ist so das Prinzip der Prätension. Ja? Also das heißt, es geht darum, ja, sich sichtbar zu machen und ein Bild von sich ganz im Sinne einer Public Relations Strategie, von sich selbst zu erschaffen, ja, das die Menschen beeindruckt. Das heißt, der Schein kommt vor dem Sein. Das heißt, man muss gut kommunizieren. Man muss sich gut selbst darstellen. Man muss sich gut präsentieren. Deswegen haben Sie ja heute auf jeder zweiten Universität schon Lehrgänge, wo es um Präsentationstechnik geht. Ja, also das ist recht wichtig. Nicht? Wie gut stelle ich mich selbst dar? Ja, das ist das, was in unserer Jugend drinnen sitzt. Und sie beschäftigen sich auch, das werde ich Ihnen später noch zeigen, viel stärker mit dem, wie die Dinge aussehen, als sie sich dem zuwenden, was die Substanz, was das Wesen der Dinge ist. Also es geht weniger um den Inhalt und es geht mehr um die Form. Die Form tritt in den Vordergrund. Und das ist teilweise prätentiös, weil es wird irgendwie eine Form geschaffen, die einen Inhalt, auf einen Inhalt verweist, den es gar nicht gibt. Also das wäre dann so die Start-up-Kultur. Also das heißt, man verkauft etwas, was man gar nicht hat. Ja? Also da gibt es verschiedene Beispiele von amerikanischen Firmen, die zum Beispiel irgendeine neue Blutanalyse propagiert haben.
Und am Ende ist man draufgekommen, das Verfahren hat es gar nicht gegeben. Aber zu dem Zeitpunkt war das Unternehmen schon 4 Milliarden Dollar, hat schon 4 Milliarden Dollar Börsenwert gehabt. Ja? Und das war reine Prätention. Ja? Das war dann binnen 3 Monaten nichts mehr wert, dieses Unternehmen. Aber das ist genau dieses Prinzip. Hab eine gute Erzählung. Das Narrativ ist das Wichtige. Ja? Nicht das, was man hat, ist das Wichtige, sondern wie man es erzählt, ja? Und was man erzählt. Das wäre das Prinzip. Ich möchte Sie doch auf eines verweisen, was ich als Soziologe für sehr interessant halte, und zwar sind das die Publikationen von Oliver Nachtwey, der dieses wunderbare Buch Die Abstiegsgesellschaft geschrieben hat. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und in diesem Buch Die Abstiegsgesellschaft, also er vertritt dort die These, dass es in unserer Gesellschaft wahrscheinlicher ist, dass man absteigt, als dass man aufsteigt. Das heißt, wenn man eine Mittelschichtposition hat, ja, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass man in eine höhere Gesellschaftsschicht aufsteigen kann. Ja. Es ist wahrscheinlicher, dass man absinkt und in einem Plattenbau endet. Ja. Also das ist wahrscheinlicher. Ja. Das bedeutet, es ist eine Dynamik in dieser Gesellschaft, die nach unten geht. Und das wird natürlich auch in den Wertedaten, die wir haben, wiedergespiegelt. Zum Beispiel ist in fast allen europäischen Ländern erreicht man eine Prozentzahl von um die 70%, wenn man den Leuten das Item zur Bewertung gibt, meine Kinder werden es einmal schlechter haben als ich. Also das in Österreich sind es 73%, die der Überzeugung sind, meine Kinder werden es mal schlechter haben als ich. Was bedeutet, sie sagen, meine Kinder werden den Sozialstatus, den ich habe, nicht halten können. Ist übrigens Deutschland genauso. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland 69% oder 74% sind. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland weniger sind, weil Deutschland ein optimistischeres Land als Österreich ist. Österreich ist eher das Land der Pessimisten und Menschen, die sich klein fühlen und bedeutungslos fühlen, und in der Welt sind sie nicht angesehen. Das ist in Deutschland anders. Deutschland ist ein selbstbewussteres Land mit einer selbstbewussteren Bevölkerung. Das sehen wir auch in den Daten sehr deutlich. Österreich ist immer ein bisschen melancholisch und man fühlt sich immer etwas übersehen und ungerecht behandelt und so. Ja, das ist hier etwas anders. Egal, oder besser gesagt nicht egal, super, dass es so ist hier. Bei uns ist es ein bisschen trister heute, nicht? Aber ist auch egal. Deswegen bin ich ja immer wieder gern da. Aber der Nachtwey entwickelt diese Rolltreppenmetapher. Und diese Rolltreppenmetapher bedeutet, die Menschen haben das Gefühl, auf einer Rolltreppe zu stehen und haben permanent die Anforderung, gegen den Lauf der Rolltreppe nach oben zu laufen. In dem Augenblick, wo man einmal stehen bleibt, fährt man mit der Rolltreppe nach unten. Ja, also dann steigt man ab. Das heißt, man kann die Position, die man hat, ja, nur halten, wenn man dauernd gegen die Drift nach unten ankämpft. Und ich finde, das ist eine wirklich sehr schöne Analyse. Das heißt, es geht nicht mehr, dass man sich ausrastet. Ja? Wenn man stehen bleibt, bleibt man nicht an dem Ort, den man gerade erreicht hat. Also man muss sich vorstellen, man steigt einen Berg hoch, ja? Und dann ist man bei 1200 Meter oder 1500 Meter und sagt man so, hier mache ich mal Pause, setze mich hin. Ja? Das geht in einer Gesellschaft wie der unseren nicht. In dem Augenblick, wo man sich hinsetzt, fährt man nach unten. Ja? Das heißt, man muss ständig nach oben hinlaufen. Den Menschen ist keine Ruhe gegönnt, mit allen psychopathologischen Effekten, dass das hat. Nicht? Also diese permanente Unruhe, dass sich nicht ausruhen können, diese Angst, dass man keinen Halt findet, dass man keinen Halt hat, dass man keine Stabilität in das Leben reinbekommt. Ja? Das ist die große Problematik unserer Zeit. Und da haben Sie jetzt die Daten, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt in Hamburg spreche, dann muss ich Ihnen das dann doch zeigen. Das sind diese Vergleichsdaten, wo wir einerseits gemessen haben, die Zustimmung zu dem Item, ich suche Halt im Leben, da haben Sie oben die österreichische Kurve. Seit 2011 hat man in der Gesamtbevölkerung mit 51% angefangen, die gesagt haben, das ist für mich ist die zentrale Lebensaufgabe, Halt zu finden. Da sind wir jetzt bei 62%. Und unten sehen Sie die deutschen Daten, da liegen Sie jetzt gerade bei 45%. Also das heißt, Sie sind durch die Bank eine viel optimistischere Gesellschaft, ja, was sicherlich nicht daran liegt, dass die Konjunktur in Deutschland besser ist, weil es ist nicht so viel Unterschied zwischen der österreichischen und deutschen Konjunktur, sondern das ist eine kulturelle Frage
und eine Frage der Einstellung. Ja? Also das heißt, da geht es dann schon darum, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich meine Identität, wie sehe ich mein Land in der Welt. Ja? Also um diese Dinge geht es. Das ist nicht eine Frage der ökonomischen Grundlagen, weil die sehr ähnlich sind, sondern es ist eine Einstellungsfrage. Interessant, ja? Also das wollte ich Ihnen nur noch zeigen. Ich habe zuerst gesagt, es geht um Sehen und Gesehen werden, und dazu möchte ich, um das einzuleiten, diesen Themenbereich, Ihnen ein Grab zeigen. Ich bin nämlich ein Friedhofsfan, ich liebe Friedhöfe. Wenn ich in eine Stadt komme, gehe ich als erstes auf den Friedhof. Ich finde Friedhöfe angenehm, weil die recht ruhig sind und man da irgendwie nicht dauernd irgendwie so einen Bibel hat, und das ist recht angenehmer, wenn Ruhe herrscht, ne? Und nicht so ein großer Betrieb. Und das ist jetzt ein Foto aus Paris vom Friedhof Père Lachaise, und das ist das Grab von Oscar Wilde. Sie werden ihn sofort erkannt haben, einen der großen Dandys der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gab es eine Dandy-Kultur, das waren Menschen, die so outstanding waren und die Trendsetter waren und die modebewusst waren und die Klamotten anhatten, die sonst niemand anhatte, und die sich halt unkonventionell und unangepasst dargestellt haben. Also das ist in Wirklichkeit die Dandy-Kultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und diese Dandy-Kultur war eine Kultur, die sehr stark auf ästhetischen Prinzipien aufgebaut hat. Das heißt, es ging denen in erster Linie um die Selbstdarstellung. Und es ging denen in erster Linie um die Symbolik, um die Kleidung als Symbolträger, als Symbolträgerin, und um Selbstdarstellung im Sinne von aus ästhetischen Konzepten. Ja, also das war das Wichtige. Und da fallen uns dann so Sätze ein, wie von Italo Calvino, der mal geschrieben hat, das Tiefste am Menschen ist die Haut, nicht? Oder wie es Oscar Wilde hier sagt, in Angelegenheiten von großer Wichtigkeit kommt es nicht auf den Ernst, sondern auf den Stil an. Also das ist in Wirklichkeit, das ganze Leben ist letztendlich eine Stilfrage. Also das ist die Ideologie, die hier kommt. Und wenn Sie vielleicht das Bildnis von Dorian Gray kennen, da wird ständig nur über Äußerlichkeiten verhandelt und wie man mit Äußerlichkeiten die Welt beeindrucken kann. Und meine These ist ja, dass wir heute in einer Dandy-Kultur leben, dass die gesamte Politik zum Beispiel ein Auflauf von Dandys ist und die alle versuchen, durch Äußerlichkeiten und durch eine bestimmte Stilistik zu beeinflussen und zu überzeugen und Interesse auszulösen. Übrigens, dieses Grab ist ein hochgradig umkämpftes Grab, weil Oscar Wilde hat sehr viele Verehrer und Verehrerinnen, die alle früher alle ganz normal das Grab beküsst haben. Also die haben sich den Mund mit Lippenstift bestrichen und haben dann das Grab geküsst. Nicht? Und deswegen gibt es auf diesem Grab diese Kussmünde drauf. Ja? Und irgendwann einmal ist ein Wahnsinniger in der Bürokratie auf die Idee gekommen, dass das unmöglich ist, ja? Und hat den Stein gereinigt und eine Plexiglaswand davor gestellt und den Hinweis, das Beküssen des Grabes wäre nun verboten dort, was ungemein wichtig ist. Und jetzt kommt es dazu, dass die Verehrer und Verehrerinnen des Nachts über den Zaun, über die Mauer steigen und versuchen, das Grab zu beküssen, und werden von Beamten der Friedhofsverwaltung verfolgt. Also das heißt, es ist doch auch sehr viel was los, es ist was los auf diesem Friedhof, es gibt halt Spaß und Unterhaltung und es ist toll irgendwo, nicht? Aber also im Prinzip eine komplett sinnlose Aktion, aber dient dann doch der Unterhaltung der Menschen, sowohl dieser Friedhofsbeamten, die was zu tun haben, und dann auch die Menschen, die dann, es ist einfach nicht mehr so einfach, dieses Grab zu beküssen, und wenn man da den Kuss unterbringt, hat man schon eine gehörige Leistung erbracht. Also das wäre dieses Oscar Wilde-Denkmal. Und als Grabmal. So, ich zeige Ihnen ein Beispiel aus der rezenten Werbeforschung. Das wäre jetzt ein Diesel-Plakat es ist 10 Jahre alt, glaube ich, wo man genau das sieht, wie hier gearbeitet wird. Es wird einfach nur mit Lifestyle, ja, in der Werbung wird nur mehr mit Lifestyle gearbeitet. Hier wird uns nicht mehr ein Produkt verkauft, sondern hier wird uns ein Image verkauft. Das heißt, die Botschaft
Gesellschaft ist, ja, wer Dieselklamotten trägt, ja, der ist ein genauso cooler Typ wie diese Leute, die hier abgebildet sind. Ja. Wir wissen ja aus der Forschung, dass die deutschen Frauen zu 60% tätowierte Männer bevorzugen und die erotischer finden als nicht tätowierte Männer, sollte man nicht glauben. Also sie können sofort danach sich einen Termin ausmachen, aber die Männer... und sich da was reinstechen lassen. Diese Männer würden da das besonders erotisch gelten, weil sie exzessiv tätowiert sind. Nicht? Also das wäre dann irgendwie was Faszinierendes. Und mit dem wird aber gearbeitet. Wenn du bei Diesel kaufst, dann bist du ein cooler Typ. Dann bist du Nonkonformist. Das ist eine nonkonformistische Marke und das ist die Botschaft. Ja? Also das heißt... es geht um den Stil dieser Marke und es geht um die Ästhetik dieser Marke. Das ist die Gemeinsamkeit, die man mit dem Spruch von Oscar Wilde hier findet. Das heißt, einerseits Italo Calvino, der sagt, das Tiefste am Menschen ist die Haut, Tätowierung. Und hier in Angelegenheit von großer Wichtigkeit kommt es nicht auf den Ernst, sondern auf den Stil an. Nachdem die größte Wichtigkeit in unserer Gesellschaft das Kaufen und Verkaufen von Waren ist, ja, ist das hier, wird das hier mit diesem Dieselplakat sehr schön symbolisiert. Also es geht nicht um die Qualität von irgendwelchen Bekleidungsprodukten, sondern es geht einfach um den Stil, es geht um die Symbolkraft, die diese Bekleidung hat und was sie symbolisch ausdrückt. Und hier wird ausgedrückt Nonkonformist. Du bist ein unangepasster Mensch, du bist ein Rebell, du bist ein Revolutionär. Der Rebell, es ist ein Rebell, heute schön, ein Rebell zu sein, aber nicht ein politischer Rebell, sondern ein Stilrebell. Man rebelliert über den Stil, mit Stilmitteln, ja? Und nicht mehr dadurch, dass man politisch handelt, dass man in eine politische Organisation geht, dass man streikt, dass man demonstriert. Das ist nicht das Mittel der Wahl. Das Mittel der Wahl ist die Präsentation eines herausfordernden, verstörenden Lifestyles. Wichtig noch bei der Kommunikation. Den Eindruck, dass wir den jungen Menschen noch argumentativ begegnen. Also dass zum Beispiel hier ist ein Raum, wo man weiß, da wird die Sprache und das Argument heilig gesprochen. Ja? Weil da gibt es nichts, was das Auge erfreuen könnte. Außer man hat irgendwie ein Faible für Innenarchitektur und kann das irgendwo einordnen, ja? was da passiert. Man kann diese wunderschönen Leuchten hier einordnen und so. Wenn man kunsthistorisch vielleicht bewandert ist, kann man damit was anfangen. Aber wir alle, die wir hier zusammenkommen, sind alle sehr nüchtern gekleidet und sitzen hier da und das Einzige, was arbeitet, ist unser Kopf. Ne? Also sonst arbeitet nichts. Und für die Augen haben wir wenig da herinnen. Ne? Also das, was das Auge erfreut, ist eigentlich wenig da. Ne? Also ganz nüchtern, ja? wie in einer evangelischen Kirche oder so. Also einfach nüchtern. Ja? Und das ist genau das Problem, und das vielleicht können Sie mir jetzt folgen und diesen Zusammenhang erstellen, das ist genau das Problem, das man mit einer ästhetischen Generation hat. Die ästhetische Generation sucht Räume, ja, in denen ihre Augen adressiert werden. Also das heißt, in denen nach einer präsentativen Logik kommuniziert wird und nicht nach einer diskursiven. Die diskursive Logik in überspitzter Form, die bringe ich hier ein. Ja? Ich stehe hier mit mehr oder weniger schönen Bildchen, die ich an die Wand werfe und rede durchgehend. Ja? Das heißt, ich drücke mich mit dem logischen System der Sprache aus. Es gibt ja fast nichts Logischeres wie die Sprache. Ich verwende dieses System, ja? Und über dieses System adressiere ich sie. Die Bilder zeige ich, aber sonst, ich selbst bin nicht als Bild besonders interessant, ja? Also das kann Sie auch nicht erfreuen, was Sie da sehen. Ja? Also das heißt, ich verlasse mich darauf, dass ich an Sie mit meiner Sprache, mit meinen Argumenten herankomme und dass Sie diese Argumente aufnehmen und überprüfen und dann wiederum mir wieder mit Argumenten, wenn wir vielleicht nachher drüber reden, kommen werden. Ja? Das ist in Wirklichkeit die traditionelle Form der Kommunikation. Die postmoderne Form der Kommunikation, die wir heute haben und die heute funktioniert, ist der präsentative Weg, dass man versucht, die Menschen mit Bildern und Narrativen zu beeindrucken und
und zu affizieren. Also das heißt, es geht um Affekte und Emotionen. Das ist das, die man auslösen muss, um junge Menschen zu erreichen. Ja? Das heißt, ein junger Mensch setzt sich am Abend nicht hin mit dem Zauberberg von Thomas Mann, ich kann es Ihnen garantieren, das ist eine Minderheit, ja? Um den voll Genuss zu lesen, ja? Oder mit den Dämonen von Dostojewski oder was weiß der Teufel was, sondern der schaut sich eine Serie an, ja? Die jetzt aus den Vereinigten Staaten, wo jedes Monat irgendwie eine neue gestartet wird, ja? Also da schaut man sich eher, die schauen sich eher an, was weiß ich, The Walking Dead oder so irgendwas, ja, und lesen nicht, ja, garantiert nicht, ja, die Dämonen, ja, obwohl der Raskolnikow ja wahrscheinlich total interessant ist und spannend, aber da müsste man das zuerst in einer Serie verfilmen, dann wäre das vielleicht auch, und wenn man das mit großen Gefühlen und schönen Bildern aufpeppt, dann könnte man selbst vielleicht den Dostojewski verkaufen. Also nur, dass man das vielleicht einmal mitnimmt. Wenn Sie ein Plakat machen, dann ist 100-mal wichtiger, welche Bilder drauf sind, als was Sie da draufschreiben. Also von dem Effekt dieses Plakates. Das heißt, wenn Sie das Plakat vollschreiben, dann nehmen Sie der Fläche, die Sie haben, die Wirkung. Das ist ganz eindeutig. Nicht? Sie stehen dann stolz davor und sagen, ich habe meine Hausübungen gut gemacht, ich habe alles untergebracht. Ja? Was Sie nicht wissen, ist, dass das kein Mensch liest. Nicht? Aber es ist ja auch egal, es geht ja darum, dass Sie Sinn, eine Sinnerfahrung machen. Nicht? Es ist ja Ihr Plakat. Ja? Und nicht, es geht Ihnen nicht um die Leute, die das Plakat sehen. Das ist Ihnen ja völlig egal. Sie haben jetzt eine Sinnerfahrung und das ist super. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, dieses Plakat ist scheiße, ja, da steht zu viel drauf, ja, machen Sie ein großes Bild und verwenden Sie zwei Claims, ja, dann werden Sie natürlich zutiefst beleidigt sein, ja, und Ihre ganze Sinnarbeit ist zerstört. Ne? Und die werden dann, was wird sein? Sie werden reaktant werden und werden das nächste Mal genau so ein Plakat wieder machen. Also so, deswegen ist es sinnlos. Ah, gut. Egal, das sage ich nur so. Zur Kommunikation, kleiner Hinweis, hier ein wunderschöner Satz, we have moved away from deep attention to hyper attention, Satz von der Catherine Hales. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet im Prinzip, ja, dass heute deep attention nicht mehr der Wahrnehmungsmodus von jungen Menschen ist. Das heißt, der unter 30-Jährige, ja, hat einen Wahrnehmungsmodus, der dem entspricht, was hier Hyperattention genannt wird, schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, simultane Mediennutzung, hohes Stimulationsbedürfnis, geringe Toleranz für Langeweile. Wer die Dämonen von Dostojewski liest, ja, darf keine geringe Toleranz für Langeweile haben. Wer die Strudelhofstiege von Heimito von Toderer liest, darf keine geringe Toleranz für Langeweile haben. Ich weiß nicht, ob Sie die großen Romane von Toderer kennen, großer österreichischer Autor, ja. Da darf man sich nicht schnell langweilen, weil die sind so dick, diese Bücher, die Seiten so dünn wie Gebetbücher. Ja, also wenn man umblättert, man liest 100 Seiten, hat das Gefühl, ich habe nichts gelesen und auf diesen 100 Seiten hat sich nichts ereignet, aber nichts. Es haben nur Leute in Kaffeehäusern sitzend miteinander gesprochen. Ja. Das ist ein Roman, den kann man heute einem jungen Menschen kaum mehr zumuten, mit dem geht es nicht. Ja. Das kann man vergessen. Ja. Weil die im Modus der Hyperattention laufen. Ich laufe im Modus der Deep Attention, bin fähig zu langanhaltender Konzentration auf eine Sache, geringe Ablenkbarkeit durch Stimulation von außen und Nutzung einer einzigen Medienquelle. Junge Menschen nutzen heute nicht eine einzige Medienquelle. Die nutzen 2, 3, 4 Medienquellen parallel. Ja? Und sie müssen davon ausgehen, dass das Ideal darin besteht, von vielen etwas zu wissen und nirgendwo in die Materie tief einzudringen. Ja? Das wäre Deep Attention. Deep Attention, man spezialisiert sich, dringt tief ein. Hyper Attention ist, man weiß von allem ein wenig was, ja, und kann es gut verpacken, ästhetisieren, ja, die Symbole verwenden und damit einen guten Auftritt erzeugen. Das ist das Wesentliche. Ja. In die Tiefe geht es nicht mehr. Übrigens, ich habe Ihnen da ein Beispiel aus einem Zimmer von einem Gamer mitgebracht. Der Gamer, also das sind Leute, die spielen diese Computerspiele, der Gamer sitzt immer vor 3 Bildschirmen, zumindest vor 3. Ja. Auf einem Bildschirm läuft das Hauptspiel, wo er eben mit anderen auf der ganzen Welt vernetzt irgendein Spiel spielt. Dann gibt es einen Bildschirm auf der linken Seite, dort ist das Nebenspiel
da spielt er, wenn, das, das, wenn, wenn dem in dem Hauptspiel Pausen auftreten, ja, dann spielt er das Nebenspiel und dann gibt es einen dritten Monitor und dort kommuniziert er mit den Leuten, die auch an dem Spiel beteiligt sind. Also das sind diese drei Ebenen. Das heißt, der ist immer auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Das ist, er ist nie konzentriert auf einem Bildschirm und gleichzeitig kann dann noch im Hintergrund Musik laufen und vielleicht kriegt er mal einen Telefonanruf rein, ja, und den beantwortet er noch und so weiter. Ja. Also das heißt, das ist genau das, was man Hyperattention nennt und simultane Mediennutzung. Und wenn man von der simultanen Mediennutzung ausgeht, muss man dann davon ausgehen, dass das alles sehr oberflächlich und flüchtig ist. Also das ist alles, das fließt alles so vorbei und man sieht mal dies, mal das, aber mit dem einzelnen Ding macht man sich nicht näher vertraut und geht in die Tiefe. Das ist ganz ein wichtiger Hinweis. So, und jetzt habe ich Ihnen noch so versucht, so einen Typen darzustellen. Ich habe das als einen Mann genommen, das könnte genauso gut eine Frau sein, aber die hat mich sehr beeindruckt, weil er vor der Universität Wien steht, wo ja diese Menschen auch alle schon Einzug gehalten haben. Ist ja nicht so, dass die im akademischen Bereich nicht wären, sind auch dort. Man sieht zum Beispiel, es ist eine warme Jahreszeit und er trägt eine aparte Wollmütze, also auch das ist, wenn man sieht, es geht um den Stil und nicht um den Nutzen von Bekleidung. Ja. Also was ist er? Er ist ein Ego-Taktiker und Selbstdarsteller, das heißt, die Ästhetik ist wichtig. Er ist spontan und unverbindlich, das heißt, er versucht sich nicht festzulegen, aus der Angst heraus, er könnte sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil nehmen lassen. Also das bedeutet, er ist immer für alles offen. Ja, also das heißt, dort, wo er arbeitet, ja, dort ist er ständig auf den Sprung in eine andere Arbeitsstelle hinaus. Also dieser Typus strebt keine Beamtenkarriere an. Ja? Also der sucht nicht nach Halt im Leben, ja? Überhaupt nicht. Also der versucht irgendwo ständig bereit zu sein und ist insofern untreu, als wenn er eine bessere Option sieht, dann nimmt er sie an. Völlig unsentimental, so wollte ich sagen. Dann Styler, die Form ist auch wichtiger als der Inhalt, das sieht man an dieser Wollmütze. Nicht? Also es ist wichtiger, diese Wollmütze aufzuhaben, aus ästhetischen Gründen, als Schweißausbrüche zu vermeiden und die wegzulassen. Nicht? Also das die Funktion der Wollmütze steht in Frage. Er ist verliebt in bewegte und unbewegte Bilder. Er versteht sich selbst als selbstständig und kreativ. Es geht ihm um Selbstverwirklichung und Erfolg. Und er liebt schnelle Wechsel und hat ein recht hohes Stimulationsbedürfnis. Sie kommt zum Schluss. Was zeichnet den Großteil der Jugend heute aus? Das große Ich, also ich würde sagen, es ist schon so ein Hang vom Individualismus hin zum Narzissmus zu sehen, was man diesen Leuten aber nicht als persönliches Versagen anheften darf, sondern wo man sagen muss, es geht, das ist eine Haltung, die gesellschaftlich erzeugt wird. Also das erzeugt unsere Gesellschaft, da kann man nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr seid schlecht, das kann man nicht moralisch qualifizieren, ja? Das muss man systemisch beurteilen. Ja? So, das heißt also, dieses große Ego, die Individualisierung und sie tendieren dazu, ein pragmatisches und angepasstes Leben zu führen. Pragmatisch heißt, ich tue das, was mir nützt, ohne dass ich es bewerte, was ich tue, ohne dass ich es moralisch bewerte, ohne dass ich es danach bewerte, ob ich es gut finde oder nicht, sondern ich mache es einfach, wenn es mir nützt. Also ein extremes Nützlichkeitsdenken. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich bin mit einer Gruppe von Studierenden einmal irgendwie nach der Vorlesung etwas trinken gegangen und dann habe ich mit Ihnen dann auch irgendwann darüber geredet, wie Ihnen das alles gefallen hat, was ich da gemacht habe. Und dann haben Sie gesagt, ja, das war schon okay. Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Und so, ob es irgendwas gibt, was Ihnen nicht gefallen hat. Und dann haben Sie gesagt, nein, ist eh alles super. Aber ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht? Man muss doch irgendwie, ist ja lächerlich, wenn es sagt, wenn man nie einen Widerspruch gehabt hätte zu dem, was ich gesagt habe. Ich sage ja auch viel Unsinn und so. Nicht? Oder es gibt ja auch Leute, die manches besser wissen, was ich sage. Dann haben die gesagt, natürlich hat es das gegeben. Das hat es häufig gegeben, ja. Aber dann sage ich, warum habt ihr dann nichts gesagt? Dann sage ich, was nützt mir das, wenn ich da was sage? Dann bekomme ich vielleicht eine schlechtere Note.
Also das ist Pragmatismus. Ja? Also ich kann mich erinnern, ich bin in meiner Studienzeit, wir haben pausenlos gestritten und debattiert. Das gibt es heute nicht, weil die Leute sich überlegen, was bedeutet das, wenn ich hier widerspreche. Also das wäre das angepasst und pragmatisch. Das heißt, die Angepasstheit, das ist ja kein wirkliches Bedürfnis nach Anpassung, sondern das ist alles eine scheinbare Anpassung. Eine Anpassung, die deswegen gewählt wird, weil sie persönlichen Nutzen hervorbringt. Also das heißt, man geht dann im Businessanzug jeden Tag zu McKinsey arbeiten, ja, nicht aber weit davon entfernt, die Atmosphäre bei McKinsey zu mögen, diesen Anzug zu mögen, ja, das alles zu mögen, sondern um dort erfolgreich zu sein. Und man kann diese Hülle abwerfen und sofort eine neue annehmen, wenn es das Umfeld erfordert. Also das ist die Logik, die dahinter steckt. Ich habe zum Abschluss nur ein Zitat vom Ernst Bloch, der ein Zitat, das um das Wabank-Spiel der Individualität sich dreht. Und da sagt der Bloch, schreibt er, in seiner Zeit, das ist irgendwie in den 20er oder 30er Jahren geschrieben worden, wie schmerzlich es ist zu sehen, wie weithin alle die freier gewordenen jungen Menschen versagen. Also das heißt, die werden jetzt quasi aus der Schule und aus dem Elternhaus entlassen und sie versagen. Die Eltern drücken nicht mehr, die Schule drückt nicht mehr, sondern das, was man eigentlich ist, erwachsen, die Träume früher Freundschaft, das sich selbst geloben, jenseits des verruchten Unsinns Schule, wartet darauf, erfüllt zu werden. Alles könnte ruhig kommen, man könnte zumindest an den Sonntagen und auf dem Papier das Wabank seiner Individualität spielen und siehe, es ist nicht einmal ein ehrlicher Händedruck übrig geblieben. Also was der Bloch hier sagt ist, man könnte jetzt frei sein, man könnte etwas wagen, man könnte revoltieren, man könnte rebellieren, man wäre jetzt frei dafür. Nicht? Also man ist aus dem Elternhaus draußen, die Schule drückt nicht mehr, die Eltern drücken nicht mehr. Und was passiert? Ja? Nichts passiert und es bleibt nicht einmal ein ehrlicher Händedruck ist übrig geblieben, weil es nur mehr angepasstes Schauspiel ist. Also ich finde das so großartig, weil das eben aus den 20er, 30er Jahren auch ist und es ist genau das, was wir heute erleben. Es ist nicht einmal ein ehrlicher Händedruck übrig geblieben. Nichts, ja? Sondern es ist einfach ein Spiel, ein Spiel der Anpassung. Letztes Chart, und jetzt komme ich auf das zurück, was ich schon einmal verwiesen habe, dass man nämlich Gemeinschaften und Gemeinschaften beitritt, um des eigenen Vorteils willen und nicht um des Gemeinschaftsziels willen. Befristete Allianzen statt Solidarität, das ist auch ein Zitat von Sigmund Baumann. Wir reden ja heute so viel darüber, dass Solidarität und Gemeinschaft und das alles sehr wichtig wäre. Und Baumann sagt dazu, Solidarität wird zum Luxus, an ihre Stelle treten befristete Allianzen, also das wäre das, wo man sich befristet vergemeinschaftet. In erster Linie geht es darum, mehr Profit aus einer Situation zu ziehen als die Konkurrenz. Die Intensität der Beziehung zu den Kollegen und die Verbundenheit mit der eigenen Firma lassen nach, übrigens ganz ein wichtiges Ergebnis der Jugendsoziologie, man hat keine Verbindung mehr, keine emotionale Bindung mehr an die Firma, in der man arbeitet. Also das heißt, man kommt und geht. Also das, was man zum Beispiel aus der Logik der alten Industriegesellschaft kennt, dass Industriearbeiter stolz auf ihren Arbeitgeber sind und hoch identifiziert sind mit dem. Ja? Also zum Beispiel die Opel-Arbeiter, ja? Also die Facharbeiter, die stolz sind auf ihre Arbeit und auf ihren Arbeitgeber. Das ist das, was alles verdampft. Also das heißt, Verbundenheit mit der eigenen Firma lässt nach und so sinkt der Kurs des sozialen Kapitals, das aus Vertrauen, Gegenseitigkeit und Gemeinschaft besteht, an den Börsen der Lebenspolitik. Stattdessen prämieren sie Selbstbezüglichkeit, Egoismus und antisoziale Formen der Selbstbestätigung. Das ist im Prinzip, würde ich meinen, wenn man es auf den Punkt bringen will, das ist das, was, wenn man das Wort verwenden will, der Zeitgeist, und das ist in Wirklichkeit, würde ich meinen, auch das, was so das Weltbild und die Weltanschauung der unter 30-Jährigen ist in Deutschland, auch in Österreich kennen wir es, und was aber
diese unter 30-Jährigen nicht exklusiv haben, sondern das ist eine Haltung, die die ganze Gesellschaft betrifft und die auch uns betrifft. Das muss man mal dazu sagen. Also wir sind nicht die, die aus einer Außenposition auf diese jungen Leute schauen und sagen, wir sind ganz anders und was tut sich hier nicht Fürchterliches. Also das auch wir sind so. Ja? Also das, was wir heute haben, ist schon die zweite Generation, die so ist und wir haben sie erzogen. Und sie stellt sich vielleicht heute nur etwas radikaler dar. Aber in der Grundhaltung würde ich nicht, auch in den Daten nicht sehen, dass wir uns da grandios von den Jungen unterscheiden. So, das war's. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht total deprimiert und stürzen sich jetzt nicht in Gruppen da in den Flat rein oder sonst irgendwas. Und Sie können auch noch ein paar Worte herausbringen und ein wenig diskutieren. Jedenfalls herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schon eingeschaltet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wie Sie schon sagten, Sie sind die zweite Generation, dass das auch vorbildhaft übertragen wird. Anstatt dass eine kontinuierliche Arbeit stattfindet, werden auffällige Dinge inszeniert, die einen Knaller hinterlassen, und dann hat man so ein paar Brownie Points gewonnen und dann hat man seinen Status erhöht. Und dann geht es weiter wie in so einem Computerspiel. Man muss ab und zu mal den richtigen umnieten und dann passt es. Und der unterschätzte Textedichter John C. Fogerty hat das schon 84, glaube ich, in den Satz gefasst: Das Leben ist wie ein Rodeo. Der Trick besteht darin, du musst so lange oben bleiben, bis der Gong ertönt. Mhm. Fertig, dann hast du gewonnen. Mhm. Ich habe auch eine Frage. Also vielen Dank erstmal für den Vortrag, es war sehr interessant. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es sozusagen irgendwie zwei Megatrends. Also es gibt diese Rolltreppe, die runterfährt, man muss irgendwie trampeln, um zumindest auf der Stelle zu bleiben, und große Teile der Bevölkerung suchen nach Halt. Das klingt irgendwie nach was sehr Substanziellem. Und dann gibt es diesen Trend zur Oberflächlichkeit und alles ist nur noch Stil und es geht eigentlich gar nicht mehr in der Tiefe. Und also für mich klingt das erstmal sehr widersprüchlich. Ist das nicht irgendwie eigentlich im Konflikt, diese beiden Diagnosen? Genau, ich finde, das ist eine total gute Frage, weil wir in der Soziologie immer sagen, wenn man sagt, sprich über die Jugend, dann ist immer bei uns die Standardaussage, die Jugend gibt es nicht. Und es gibt auch die Gesellschaft in dieser Einheitlichkeit nicht. Und deswegen tut sich auch dieser Widerspruch auf. Also was wir heute sehen, ist einen Bruch, der durch die Gesellschaft durchgeht, wo wir sehen, dass das obere Gesellschaftsdrittel genauso dandyhaft lebt. Also digitaler Individualismus, keine Bindung, ja, relativ stark am Arbeitsmarkt, ich kann von dort nach da gehen, ja, ich habe eine gute Ausbildung, ja, und so. Ja. Und mir sind ästhetische Fragen wichtig. Und die unteren zwei Drittel immer stärker die Suche nach Halt umtreibt und die auch immer stärker sagen, ich verzichte gern auf meine Freiheit, wenn ich dafür mehr Sicherheit bekomme. Und politisch betrachtet ist dieser Bruch, verläuft dieser Bruch zwischen Grüner und SPD-Wählerschaft auf der einen Seite, und wenn wir dann nach unten schauen, zwischen den konservativen Parteien bis hin zu den rechten Parteien bis hin zur AfD. Also der stärkste symbolische Ausdruck der Suche nach Halt, ja, von Menschen, die sich gesellschaftlich, jetzt würde ich gar nicht sagen entwurzelt fühlen, sondern die sich gesellschaftlich nicht repräsentiert fühlen. Ich sage es einmal so, weil das, glaube ich, das andere stimmt nicht, ist eigentlich die AfD. Also das wäre, was sich da andeutet und was ich nicht entsprechend deutlich machen konnte und nicht entsprechend detailliert ausführen konnte, ist dieser gesellschaftliche Bruch. Das ist das, was man marxistisch betrachtet Klassengesellschaft nennt. Also so wie das, wenn das hilft, einmal fürs Erste. Ja, ich habe eine Bemerkung zu etwas aus dem Anfang von Ihrem Vortrag. Sie haben gesagt, dass die Menschen ja Halt suchen. Das war jetzt wieder ein Stichwort. Sie müssen sich immer wieder bewähren. Das war dieses System der permanenten Bewährung. Aber ist, auch wenn man jetzt mal zurückgeht in die Steinzeit, da mussten auch da sich die Menschen nicht immer wieder bewähren, einfach um täglich sich die Nahrung ranzuschaffen.
Also ich glaube, dass dieses System der permanenten Bewährung eigentlich eine Konstante in der gesamten menschlichen Existenz ist, nur die Randbedingungen ändern sich. Und heute haben wir die Situation, dass früher die Gesellschaften relativ einfach gestrickt waren. Man wusste ungefähr, was man machen muss, um sich zu bewähren. Und jetzt wird unsere Gesellschaft rasend schnell komplizierter. Mhm. Und damit verlieren die Leute natürlich die Orientierung, was muss ich eigentlich tun, um mich zu bewähren. Aber diesen Zwang zur Bewährung hatten wir schon immer. Mhm. Und in den traditionellen, statischen Gesellschaften, obwohl die ja nie wirklich statisch waren, in den langsam sich veränderten Gesellschaften war es halt so, man hatte Richtlinien, wie man sich anzupassen hat, um sich innerhalb der Gesellschaft zu bewähren. Mhm. Da bestand die Bewährung darin, sich gut anzupassen. Mhm. Aber dieses Bewährungsproblem hat man eigentlich immer, nur in verschiedenen Spielarten. Mhm. Danke. Das mit der Steinzeit, da kann ich nicht mit, weil ich bin Soziologe und gehe mich mit der Steinzeit nicht aus. Also ich bin mit der Soziologie der Steinzeit beschäftigt. Aber also jedenfalls, das ist ein sehr weiter Bogen, und die Menschen der Steinzeit waren durch ihr Leben geprägt und haben halt die Resilienzen entwickelt, die notwendig waren, um in einer Steinzeit durchzukommen. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen des Lebens, da haben Sie recht, dass in der Steinzeit größere Herausforderung war es heute. Also zum Beispiel in der Steinzeit musste man halt jeden Tag, schlag mich tot, 40, 50 Kilometer laufen, ja, hat den ganzen Tag nichts zu fressen bekommen, und wenn man nicht irgendwie Jagdglück gehabt hat, dann hat man am Abend gehungert. Ja, nicht? Und wenn sie irgendwas gejagt haben, dann hat man am Abend gegessen, nicht? Und sonst hat man mal nicht gegessen, und das war alles schwierig, wenn das über hygienische Bedingungen, weiß nicht, alles reden. Das ist was die in der Steinzeit weniger gehabt haben, ist zum Beispiel Druck, Kontrolldruck am Arbeitsplatz. Also das heißt, ich würde sagen, wir haben eine andere Gesellschaft, und die erfordert eben andere Formen der Resilienz. Also da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Also man kommt, also um konkurrenzgesellschaftliche Strukturen und Modi wird man nicht ganz herumkommen. Das ist, da haben Sie vollkommen recht. Ich versuche halt, und das ist bei dem Nachtwehr auch der Fall, versuche die Gesellschaft, sage ich mal, der 60er und 70er und vielleicht der beginnenden 80er Jahre mit der heutigen Gesellschaft zu vergleichen. Und da sehe ich einen großen Bruch, und der Bruch ist gekennzeichnet durch das, was man heute Neoliberalismus nennt. Weil in den 60er, 70er und 80er Jahren hat es noch ein starkes korporatistisches Element gegeben, wo man gesagt hat, was weiß ich, Arbeitnehmer, Arbeitgeber haben in sehr regulierter Form miteinander geredet, und es hat Arbeitsplatzsicherheit gegeben, und es hat Wirtschaftswachstum gegeben, und es konnte etwas verteilt werden, ja, und die Menschen haben immer ein höheres Einkommen gehabt, haben keine Einkommensverluste gehabt, und man konnte sie auch nicht so leicht rausschmeißen. Ja? So, das ist heute nicht mehr der Fall. Heute hat man kein Wirtschaftswachstum, heute hat man in den Mittelschichten hat man keine Lohnsteigerungen mehr, heute sind die Arbeitsplätze unsicherer geworden, und es gibt viele außertarifliche Arbeitszeitformen. Es gibt neue Formen der Selbstständigkeit, es gibt das Crowdworking, was ich zuerst gesagt habe. Ja. Also es gibt weniger soziale Sicherheit und weniger Stabilität. Und das ist genau der Bruch, der da drinnen ist und der dazu führt, dass die Leute das Gefühl haben, Punkt 1, sie finden keinen Halt, weil man von heute auf morgen alles verlieren kann, ja. Weil die Position nicht mehr so geschützt ist wie in den 60er, 70er und 80er Jahren. Das ist das eine. Also das heißt, man kann alles verlieren, man kann absteigen, und es ist eine Unsicherheit, was eben die Kontinuität der eigenen, die Sicherheit der eigenen Biografie betrifft. Also man hat das Gefühl, ich bin nicht mehr Herr meiner eigenen Biografie. Und dieser Unterschied, den Unterschied muss man sehen. Also ich würde den Unterschied wirklich sehen von einem bürgerlich-liberalen Staat mit von einer bürgerlich-liberalen Gesellschaft mit einem starken Sozialstaat, ja, hin zu einem neoliberalen Staat, wo der Sozialstaat immer stärker rückgebaut wird, wo das Regelung- und Ordnungssystem immer mehr zurückgebaut wird und der Mensch immer mehr, sage ich mal, so in die Freiheit entlassen wird. Das wären jetzt die zwei Parameter gewesen, die ich verglichen habe. Prinzipiell haben Sie vollkommen recht. Ja. Also natürlich muss man
ist der Mensch auch ein Wesen, das sich vergleicht, und es gibt Konkurrenz und es gibt Widersprüche und man muss resilient sein, um was auszuhalten. Also Idylle werden wir keine haben. Der Hinweis ist natürlich vollkommen berechtigt, den Sie gebracht haben. Ja, dann danken wir sehr herzlich. Da ist noch eine Rede. Ne? Das muss sagen. Vielen Dank. Ich komme gerade von einem anderen Vortrag, wo es ja auch um Atheismus ging, wie weit er in der heutigen Gesellschaft, welche Rolle der spielt und wie man die Menschen dort abholen kann, die von Gott abgewendet haben. Wie ist denn das bei Ihrer Untersuchung? Haben Sie da zu diesem Aspekt auch irgendwas geforscht? Kann man sagen, es gibt bei den Jugendlichen in Österreich, Deutschland so und so viel Prozent, die sagen, ich habe mit Kirche nichts am Hut, oder die sich sogar definieren, hat man sowas gefragt, die sagen, ich definiere mich als Atheist. Mhm. Und dann haben sie ja eben unter der Hertha gesagt, wir haben früher in den Gesellschaften, diese Anpassung war ein, wenn wir uns angepasst haben, hat es funktioniert. Haben Sie da irgendwas gefunden, wo die, dass man sagt, da sucht die Jugend von heute ihren Halt drin, oder das geht ihr am Arsch vorbei, Entschuldigung, das ist gar nicht, in dieser Jugendzeit ist das gar keine Frage für mich. Mhm. Was wir älteren Herren dort hinten im anderen Saal vielleicht eben besprochen haben. Ja, danke. Okay, also das kann man relativ eindeutig beantworten, was eine gute Datenlage dazu gibt. Man hat noch vor 30 Jahren gesagt, der Glaube verdampft. Also das war so aus allen religionssoziologischen Studien, der Glaube verdampft. Also das heißt, es verflüchtigt sich alles, ja. Und am Ende des, also es gibt einen Säkularisierungsprozess, und am Ende des Tages werden die Leute das alles nicht mehr glauben, ja. Also das ist mehrheitlich so. Das sagt man heute nicht mehr. Es gibt ein gutes Buch vom Ulrich Beck, das ist der persönliche Gott, der beschreibt das, was man in der Soziologie De- oder Entinstitutionalisierung nennt. Und das ist die Tendenz, dass der Glaube aus den Institutionen auswandert, aber die Leute nicht aufhören zu glauben. Also der Glaube wird ein ganz persönlicher Glaube. Das heißt, die gehen nicht mehr zum Pastor und lassen sich erklären, wie man glaubt. Ja, sondern sie sitzen zu Hause und basteln sich ihren eigenen Gott. Und das ist ein Patchwork-Gott, den setzt man aus allen möglichen Dingen zusammen. Ja. Das heißt, das wäre dieser persönliche Gott. Das heißt, was wir heute erleben oder was wir mehr und mehr erleben werden, sind also ganz persönliche Glaubensbilder. Es gibt eine starke Tendenz zur Esoterik. Ja. Es gibt eine starke Tendenz zu Genetik, zu Energetikern, zu Magie der Steine, könnte jetzt noch vieles aufzählen, ja. Am Ende des Tages ist ein ganz wichtiger Aspekt dessen der Nutzen. Also das heißt, diese ganzen religiösen und pseudoreligiösen Praktiken müssen einen Nutzen erbringen. Das heißt, der Mensch denkt sehr nützlichkeitsorientiert, und wenn er etwas tut, ja, dann möchte er, dass er davon was hat. Also ganz im Sinne der Evangelikalen, wo noch Heilungen auf der Bühne stattfinden. Ja. Das heißt, wenn es ein Gott ist, muss ein eingreifender Gott sein, und wenn es irgendwelche Praktiken sind, ja, dann müssen sie irgendetwas bewirken. Und wenn das nicht funktioniert, dann wendet man sich einer anderen Geschichte zu. Also es gibt die zwei Tendenzen, persönlicher Glaube außerhalb der Institutionen, ja, individualisierter Glaube, und das zweite, Praktiken, die einen Nutzen haben und die mein Leben verändern und die mein Wohlbefinden steigern. Das ist das, was ich Ihnen sagen kann dazu. Also der Atheismus spielt da keine besondere Rolle, weil sie die Leute das eher offen halten. Also das ist immer so, man weiß es nicht genau, und es könnte dann doch irgendetwas geben und irgendetwas wirkt doch, ja, und so. Also die Menschen schwindeln sich dabei herum, irgendwas, ein dezidiertes Bekenntnis abzulegen.